Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 14. Dezember. Der dritte Advent liegt hinter uns und wir gehen mit großen Schritten gen Jahreswechsel. Dieser Jahreswechsel beinhaltet ja bekanntermaßen immer wieder auch einige Bewegungen, obgleich jetzt zur Monatsmitte des Dezembers ja die Volatilität in der Regel abnimmt, die Bücher werden geschlossen. Diese Woche natürlich noch ein großes Augenmerk, ganz klar hier die FED-Sitzung, die uns denn hier am Mittwoch erwartet, sozusagen hier am 16. Dezember. In 2 Tagen dürfte es da zur Sache gehen und ja, das könnte dann bis dahin unter Umständen relativ ruhig werden, beziehungsweise an diesem Tag, Schrägstrich Donnerstag, Freitag dieser Handelswoche noch sehr, sehr volatil werden. Inwiefern sich das dann auf 2016 auswirkt, werden wir dann erst nochmal eruieren. Natürlich auch hier im Devisenradar, speziell am Donnerstag, Freitag nach der FED-Sitzung. Grundsätzlich jedoch hier alles mit Hoch- oder Schrägstrich Höchstspannung hier erwartet die ganze Geschichte. Schauen wir uns aber jetzt mal an, wie der Markt hier eigentlich sich weiter gestalten sollte. Und zwar speziell nehmen wir heute mal den Aussie unter die Lupe. Der zeigt sich heute auch sehr, sehr freundlich. Wir sehen hier in der primären Heatmap, also hier die 15 Top-FX-Pairs sozusagen, den Austral-Dollar heute im Gewinn. Wir hatten dazu heute Nacht im Prinzip nur Daten aus Japan. Zuletzt geriet er ja ein Stück weit unter Druck, der Austral-Dollar, also hier eine technische Reaktion oder mehr, Fragezeichen. Sie sehen hier schon links die Saisonalität und ich habe auch noch ein statistisches Auswertungs Programm sozusagen hier mitgebracht, wo wir uns jetzt dann mal die aktuelle Lage zum Austral-Dollar mal im Detail anschauen. Also Saisonalität mal hier mit Blick auf den Tagesschau für die nächsten 20 Tage sehr, sehr bullisch. Wir gehen mal zunächst aber auf den Wochenchart und da sehen wir hier, dass diese Unterstützung, die Unterstützung früherer Jahre, auch wenn sie hier nur leicht ausmachbar ist, aber hier der Bereich um 0,7135 nicht nachhaltig auf Wochenbasis unterschritten wurde. Das ist zunächst mal positiv. Wir haben auch hier einen kurzfristig sehr steilen Abwärtstrend gebrochen und wenn wir jetzt hier schauen, lässt sich sogar vom Tief ausgehend ein kurzfristiger Aufwärtstrend unterstellen. Das ist per se schon mal eine gute Ausgangslage und wir bzw. der Preis festigt sich hier oberhalb von 0,7135. Sieht also ganz gut aus. Gehen wir mal in den Tageschart. Wir hatten den Austral-Dollar auch zuletzt im Fokus. Das war hier Mitte November. Insofern hatte ich hier das alte Chartbild nochmal geladen. Da ging es darum, dass wir hier, das war hier diese Kerze vom 11. November, da waren wir noch nicht mit diesem starken Close versehen, aber die Idee, dass wir hier praktisch keine neuen Tiefs machen und wenn es denn doch so gekommen wäre, hätte man hier unterhalb dieser Unterstützung bei 0,69, 50, 0,69, 60 einen Stop setzen können, beziehungsweise hier ist die Unterstützung, Stop wäre theoretisch technisch möglich gewesen hier bei 0,6920, das praktisch damals hier das initiale Risiko und die mögliche Chance, und die hat er tatsächlich ausgenutzt in Perfektion, der Austral-Dollar, die mögliche Chance sehen Sie hier, denn es ging hier im Umkehrschluss dann tatsächlich stolzer, kann man schon fast sagen, knapp 350 Pips nach oben, also hier von diesem Niveau ausgehend der damaligen Empfehlung war hier die Idee, dass wir über 300 Pips etwa an Performance im Auge haben könnten. Risiko hier 138 Pips, Chance 310, 315 Pips plus und das hat sich hier tatsächlich nahezu erfüllt. Grandiose Leistung. Jetzt dann entsprechend hier eine korrektive Gegenbewegung, die wie gesagt mit dem heutigen Tief zum Wochenauftakt direkt schon wieder gekauft wird. Wir haben hier diesen Aufwärtstrend und Sie sehen hier im September gab es schon immer wieder auch Kämpfe um die Trendlinie hier im November dann nochmal. Ich habe sie mal als, ich will nicht sagen imaginäre Trendlinie, aber als Orientierungstrendlinie mal drin gelassen. Technisch jedenfalls hier tief, höheres Hoch, tief, höheres Tief. Dann hier in Anführungszeichen nahezu, machen wir das direkt mal mit einer Horizontallinie, hier so ein Doppeltop-Level, aber ein leicht höheres Hoch hat der Preis hier gemacht. Moment. Gehen wir direkt hin hier am 4. Dezember, das waren 0,7385 und 0,7382 am 12. Oktober. Ja, also hier ganz marginal neues Hoch gemacht, aber höheres Hoch ist ein höheres Hoch. Jetzt sehen wir hier den Rücklauf und jetzt eben die spannende Situation, was kann hier passieren beim Austral-Dollar? Ich sagte ja schon, wir haben eine saisonal bullische Phase vor uns, rein statistisch. Wenn wir jetzt hier Fibonacci nochmal auflegen und uns hier praktisch sozusagen behelfen, die Marktbewegung mal einzufangen, dann sehen wir hier, dass wir zwischen dem 50er und 61er Retracement sowohl linear als auch logarithmisch, hier sind die prozentualen Bewegungen nicht so ausschlaggebend, deswegen hier gar kein Unterschied. Letztlich zwischen 61, 58 hat der Preis gestoppt. Das ist per se schon mal eine positive Ausgangslage. Und wenn wir jetzt eben noch die Situation
dazu nehmen. Ich zeige Ihnen mal kurz nochmal hier diesen Forex Bull Indikator. Ja, da sehen wir jetzt hier zunächst ein Stück weit zittern, wie es aussieht, aber dann hier insbesondere ab 18. Dezember bis zum Jahresende hin direkt eine richtige Rallye-Bewegung. Und dies lässt sich auch in Zahlen fassen und auch in Zahlen sozusagen darstellen. Und dazu bringe ich Ihnen mal dieses Bild. Denn in den vergangenen 20 Jahren hat sich 15 Mal eine Aufwärtsbewegung ergeben mit im Schnitt 153 Pips. Durchschnittlicher Verlust lag dabei nur bei 59 Pips. Das ist ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Profitabel, 15 Mal gewonnen das Ganze, 5 Mal verloren von 20 Trades. Hier sehen Sie die Trades seit 95 bis unten eben. Und hier aktuell dann noch sehr schön der Performance-Chart zu dieser saisonalen Entwicklung. Und im letzten Jahr gab es hier einen kleinen Rückschlag, minus 51 Pips sehen Sie hier. 2014 hat es nicht gereicht für eine positive Performance. Das zeigt natürlich auch, dass wir hier nicht in einer Einbahnstraße sind. Es gab hier auch 2010 und 2005 sozusagen immer mal wieder schwächere Phasen, obgleich sich die Verluste hier definitiv in Grenzen halten. Die Gewinne an dieser Stelle, bis auf 2011 hier exorbitant 390 Pips, sind natürlich eine ordentliche Hausnummer. Das war die Geschichte hier. Grundsätzlich aber eine saisonal wirklich tragfähige Geschichte, also hier bis ins Jahr 95 zurück, genau hier fand der erste Trade statt, hat sich das Währungspaar eben in dieser saisonalen Phase, und da handelt es sich hierbei speziell eben Einstieg heute Abend zum Schlusspreis bis zum Januar des neuen Jahres, beziehungsweise halt, was sage ich hier, bis zum Januar 15 Handeltage, Moment, jetzt muss ich das direkt nochmal aufrufen. Die saisonale Phase betrifft nämlich einen Lauf ins neue Jahr, genau bis zum 12.01., also bis zum Januar. Können wir auch hier nochmal gerne ein Stück weit ausdehnen, dass wir hier noch ein Stück weit mehr ins Jahr, in den Januar reinschauen. Bis 10.12. Januar machen wir mal 40 Tage draus. Schauen uns mal nach diesem kleinen Rücksetzer hier, ob wir nochmal ein neues Hoch auch rein von der saisonalen Warte aussehen. Ah, da sehen Sie, wird schon schwierig. Der FX-Bull, der hat allerdings hier nur die Preise seit 2000, also hier die Preise 95, 96, 97, 98, 99 fehlen. Und da hat sich ja per se, gut, es gab zwei Verlustjahre, aber auch eine Performance erstreckt, die praktisch hier in dieser Auswertung jetzt nicht mit drin ist. Grundsätzlich kann man sagen, bis Anfang Januar sieht das ganz gut aus. Also, das muss man natürlich auch charttechnisch dann noch abwerten. Die Saisonalitätsgeschichten sind hier nicht ein Abziehbild zur Entwicklung, aber Sie sehen zumindest bis zum Ende des Jahres sehr, sehr bullisch. Dann muss man überlegen, ob man hier mit Auftakt ins neue Handelsjahr gegebenenfalls Stops eng nachzieht bzw. Gewinne mitnimmt. Im Schnitt, und das ist das Entscheidende, sind hier mit Blick auf die kommenden 15 Handelstage, 20 Handelstage hier 150 Pips rund zu erwarten, rein saisonal gewichtet. Wie gesagt, es gab Ausnahmen mit 399 Pips, es gab Zeiten mit nur 35 Pips, sprich Eröffnung heute Abend zum Schlusspreis bzw. Eröffnungspreis des neuen Tages und das Ganze dann entsprechend durchhalten. Sieht wie gesagt ganz interessant aus, rein saisonal, darauf kommt es an, haben wir eben hier die Ausgangslage einer steigenden Preisnotierung und das deckt sich eben auch mit dieser Chart-Situation und unabhängig dessen, dass wir das jetzt hier noch zu viel statistisch auswerten wollen, geht es eben darum, dass man hier die Möglichkeit hat, eben auf den Markt aufzuspringen und sozusagen hier den aktuellen Move nach oben, heute wie gesagt schon stark unterwegs, durchaus spielen zu können. Ein erstes Kurslevel wäre hier auf jeden Fall der Widerstand EMA 200 um knapp 0,74. Das Niveau wäre hier durchaus akzeptabel für ein erreichbares Ziel. Jetzt machen wir das Ganze noch ein Stück weit saisonal passend. Schieben wir das sozusagen mal bis hier zum Ende des Jahres. So könnte sich das zum Beispiel darstellen. Ja, und wenn die Bullen dann weiter auftrumpfen, dann hätte man sogar hier möglicherweise oberhalb von 0,74 sogar dann noch weiteres Potenzial. Das muss ich allerdings erst zeigen. Ohnehin, wie gesagt, die Fed am Mittwoch hier sicherlich ein großer Unsicherheitsfaktor. Am besten funktionieren saisonale Geschichten, wenn eben hier keine großen Newsflows zu erwarten sind, die hier die reine Statistik eben dann zerstören können, buchstäblich. Das muss man auf jeden Fall ins Kalkül ziehen. Aber grundsätzlich haben wir technisch hier eine Ausgangssituation, die interessant scheint und auch saisonal, wie gesagt. Und unabhängig dessen, ob Sie jetzt Ende des Jahres, Schrägstrich Anfang des neuen Jahres, ein Exit vollziehen, rein statistisch sind die kommenden 15 bis 20 Handelstage sehr, sehr bullisch. Und das sieht man eben auch hier gestützt durch diesen Chart, dass es aufwärts gehen kann.
Wenn es denn aber nicht nach oben geht, also wir praktisch jetzt ein neues Wochentief machen, hier das 61er Fibonacci Retracement nach unten brechen, Preise unter 0,71,50 beispielsweise per Tagesschluss könnten dann hier eben durchaus nochmal bis zum letzten Zwischentief hier vom November führen, Schrägstrich dann auch nochmal hier einen Test der Unterstützung um 0,6960 herbeiführen. Das gilt es abzuwägen, aber grundsätzlich haben wir hier die Ausgangssituation, dass der Markt erneut relativ spannend wirkt mit der Aussicht für doch wieder anziehende Preise. Warten wir mal ab, was passiert. Ganz zum Schluss nochmal kurz die Wochenstatistik. Für heute 51% positive Schlusspreise während der letzten 52 Wochen ist gut. Zum Ende der Woche wird es eher mau. Hier Kratzer fett. Das aber wie gesagt nur mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Generell hier, der Bier ist eigentlich knapp über 50. Also insofern ein relativ gutes Chartbild für den Australdollar mit der Tendenz hier weiter anziehende Preise zu provozieren. Warten wir ab, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs heutige Einschalten zum Devisenradar. Wenn Sie mögen, morgen geht es natürlich wieder weiter, 9:30 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Auftakt in die Woche. Viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.